Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 42 lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du unser Leben in der Hand hältst und dass du jetzt auch durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Mose 36 im Geschlechtsregister von Esau. Das heißt es in Vers 18, dies sind die Söhne Oholibamas, der Frau Esaus, der Fürst Jehusch, der Fürst Jaenam, der Fürst Korah, das sind die Fürsten von Oholibama, der Tochter der Ana, der Frau Esaus. Das sind die Söhne Esaus und ihre Fürsten, das ist Edom. Die Söhne Sees aber, des Horitas, die im Land wohnten, sind diese, Lothan, Schobal, Zibion, Ana, Dishon, Eze und Dishan. Das sind die Fürsten der Horiter, die Söhne des Seer im Land Edom. Aber Lotans Söhne waren diese, Hori und Hemam, und Lotans Schwester hieß Timna. Die Söhne Schobals waren diese, Alwan, Manachat, Ebal, Shefo und Onam. Die Söhne Zibions waren Aja und Ana. Das ist jener Ana, der in der Wüste die heißen Quellen fand, als er die Esel seines Vaters Zibion hüte. Ein ganz interessanter Vers. Mitten in der Wüste findet jemand hier heißes Wasser. Manchmal finden wir die interessantesten Dinge der Bibel in scheinbar wüsten Orten, in scheinbar unwichtigen, langweiligen Bibelfassagen. Es lohnt sich, gerade auch die Stellen mal anzuschauen, die man nicht gleich sofort so gut versteht. Die Kinder Anas waren Dishon und Oholibama. diese ist die Tochter Anas. Die Söhne Dishons waren Hemdan, Eshban, Itran und Keran. Die Söhne Ezers waren Bilhan, Saban und Akan. Die Söhne Dishans waren Us und Aran. Das sind die Fürsten der Huriter. Der Fürst Lothan, der Fürst Schobal, der Fürst Sibion, der Fürst Anna, der Fürst, Fürst Dishon, der Fürst Ezer, der Fürst Dishan. Das sind die Fürsten der Huriter nach ihren Fürstentümern im Land Seer. Es lohnt sich vielleicht mal etwas über die Horiter zu erfahren, die in 1. Mose 14 schon erwähnt werden und die später nicht mehr in diesem Land leben, weil nämlich die Edomiter sie vertrieben haben. Das kann man in 5. Mose 2 nachlesen. Die Könige aber, die im Land Edom regiert haben, bevor ein König über die Kinder Israels regierte, sind diese. Bela, der Sohn Beors, war König in Edom. Und der Name seiner Stadt war Dinhaba. Als Bela starb, wurde Jobab, der Sohn Seras aus Bosra König an seiner Stelle. Als Jobab starb, wurde Husham aus dem Land der Temaniter König an seiner Stelle. Als Huscham starb, wurde an seiner Stelle Hadad, der Sohn Bedads, König, der die Midianiter im Gebiet von Moab schlug. Und der Name seiner Stadt war Avid. Als Hadad starb, wurde Samla von Masreka König an seiner Stelle. Als Sammler starb, wurde Saul von Rechobot am Strom, König an seiner Stelle. Als Saul starb, wurde Baal-Hanan, der Sohn Achbors, König an seiner Stelle. Als Baal-Hanan, der Sohn Achbors, starb, wurde Hada, König an seiner Stelle. Und der Name seiner Stadt war Pagu. Und der Name seiner Frau war Mehetabeel, eine Tochter Matrits, der Tochter und dies sind die Namen der Fürsten von Esau nach ihren Geschlechtern, Orten und Namen. Der Fürst von Timna, der Fürst von Alva, der Fürst von Jetet, der Fürst von Oholibama, der Fürst von Ela, der Fürst von Pinon, der Fürst von Kenas, der Fürst von Teman, der Fürst von Mipza, der Fürst von Magdiel, der Fürst von Iram. Das sind die Fürsten in Edom, wie sie im Land ihres Eigentums gewohnt haben. Und Esau ist der Vater der Edomiter. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Machst du es auch manchmal, dass du das, was andere Böses getan haben, ihre Sünden, ähm, weitererzählst? Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als und seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Schon wieder sehen wir, Familienprobleme, die im Grunde genommen selbst gemacht sind. Einer wird bevorzugt und das führt zu Hass unter den Geschwistern. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher. Und warfen sich vor meiner Gabe nieder. Behandelst du in deiner Familie alle gleich? Da kann viel Streit vermieden werden. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, vergib uns, wenn wir in unserem engsten Familienkreis Unterschiede machen und somit Hass und Missgunst fördern. Hilf uns, dass wir deine Liebe für jeden Einzelnen in unserem Umfeld haben. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.